So. This game contains a lot of bad stuff. Okay. Ich habe jetzt gar nicht alles durchgelesen. Ich habe nur irgendwas mit Nacktheit und... ja, gut. Ja, hallo. Das ist tatsächlich das dritte Mal, dass ich das aufnehme, glaube ich. Oder das vierte Mal sogar schon. Das heißt, ich habe das Spiel schon gespielt, aber nur so den Anfang. Ich bin nicht weit gekommen. Ja, vielleicht kennt jemand, der das Let's Play sieht, dieses Spiel schon. Das darf man leider nicht streamen. Das steht auf der Liste der verbotenen Spiele von Twitch. Und ich fand das auch ganz lustig. Ich habe auch ein paar Let's Plays dazu gesehen. Und dachte, ich spiele das selber mal. Ja, also soweit ich weiß, geht es darum, dass man auf einer Hausparty ist mit einem jungen Mann. Und der möchte auf der Party netzwerken, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein New Game. Und hier kann man noch auswählen zwischen originale Story und dann gibt es noch so zwei Special Stories. Die mache ich jetzt aber nicht. Und Language gibt es, glaube ich, immer noch kein. Deutsch? Nee. Also das Spiel setzt voraus, dass man ein bisschen Englisch kann. Ich will das jetzt auch nicht alles übersetzen. Ich bin da auch nicht so gut drin, ganz ehrlich. Also ich verstehe ungefähr den Sinn. Aber das so eins zu eins übersetzen, so schnell auch, wenn das dann vorgelesen wird, das kann ich irgendwie nicht. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich bin, glaube ich, noch immer ein bisschen unbeholfen in dem Spiel, weil ich das ewig nicht mehr gespielt habe. Gibt es hier irgendwo Graphics? Nee, ich wollte eigentlich die... Na, wie die Steuerung ist, das wollte ich mir eigentlich noch mal anschauen. Was habe ich schon wieder vergessen? Das ist schon echt lange her. Wo war denn das noch mal? Credits? Nein. Nein. Hier war das auch nicht. Dann werde ich das wahrscheinlich im Spiel finden. Weil hier war noch nichts, ne? Nö. Oder bin ich blind? Na gut, ich fange einfach mal an. Wir machen New Game. Damit wir alles von vorne sehen. Und ich hoffe, dass die Aufnahme dieses Mal besser wird als die anderen drei oder vier. Und ja, bin gespannt, wie weit ich komme. Und wie gesagt, ich werde nicht alles übersetzen, weil, ja, ich denke mal, jeder kann so ein bisschen Englisch. So, wir sind auf einer Party, wo wir eingeladen wurden von unserem Kumpel, der Derek heißt. Das ist die einzige Person, die wir kennen. Das kriege ich noch hin. Und wir stehen vor Madisons Haus. Das ist die Gastgeberin, glaube ich. Und wir haben ein paar sexy Partygirls. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Partygirls. Girls? Wie spricht man das aus? So, ja, gut. Dann gucken wir mal, mit wem wir da in Kontakt treten. Click anywhere, okay. Mache ich. Hallo? Ich dachte, ich soll anywhere klicken. Mache ich gerade. Okay, es ist doch die linke Maustaste. Alles klar. Talk to Derek. Alter, ist das langsam. Also, wenn ich so langsam gehen würde, also ich jetzt persönlich. Dann, oh! Oh! Also das Spiel ist, glaube ich, noch Early Access. Und diese Hütte hier, die sah anders aus vorher. Die sah vorher anders aus. Ich gucke mich mal ein bisschen um, ob sich noch irgendwas verändert hat. Ich lasse die Kamera jetzt übrigens aus, weil ich persönlich beim Stream finde ich das mal ganz nett, wenn die Kamera an ist. Aber so beim Let's Play, weiß ich nicht. Bei der Aufnahme, finde ich, muss das nicht unbedingt sein. Finde ich. Okay. Okay, das haben die. Das, diese Bewegung hier, wenn man auf einen Punkt kommt, wo man was machen kann,
Beziehungsweise. Dem stand doch oben, oder? Bilde ich mir das ein. Na, dieses Lilane, was da kommt. Das war vorher auch nicht. Oder rosa ist das gewesen. Raus kann ich, glaube ich, nicht. Das geht immer noch nicht. Kann ich das nehmen? Nein. Das Bild ist, glaube ich, auch neu. Der saß da vorher schon. Das sieht alles... Also die Steuerung ist irgendwie komisch. Die ist so... Main-Menü? Nee. Input... Ist es das? Ach! Das ist neu! Das ist neu. Das sah vorher nicht so aus. Dann haben die da nochmal... geupdatet. Dress, undress ist Y. Okay. Okay. P kann man sich ja gut merken. Das würde ich... Ach, D brauche ich ja schon. Das ist I. Okay. Okay. So, ich muss mal gucken, ob ich was rausschneide. Also die Steuerung ist ein bisschen komisch, finde ich. So, hat sich hier irgendwas verändert? Kann ich die Tür hier öffnen? Okay, das hat sich nicht verändert. So, da sitzt eine. Die sprechen wir gleich mal an. Und dann müssen wir gleich mal den Derek suchen. Ja, wenn man auf ein Objekt zeigt, dann gibt es da so eine... Jetzt komme ich nicht auf den Namen. So eine Bewegung halt. Das war auch neu auf jeden Fall. Ist neu, meine ich. Nehme ich einfach mal mit. Ich nehme jetzt alles mit, was ich mitnehmen kann. Weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man das später gebrauchen. Oh, was ist das? Ein USB-Stick? Nee. Okay. Ja, die sprechen wir auch gleich noch an. Open. Das weiß ich gar nicht, ob das vorher schon so war. Kann man die öffnen? Nee. Das ist, glaube ich, auch neu. Die Wandfarbe? Ich bin mir nicht sicher. Also, wenn ihr euch ältere Let's Plays schon angeguckt habt, werdet ihr, glaube ich, das auch sehen, dass es ein bisschen anders ist. Kann ich das mitnehmen? Nee. Das stand da vorher auch nicht. Ich hoffe, ich muss hier nicht zu viel zensieren, weil dann, Oh, warte mal. Kann ich das hier einstellen? Realtime. Nee. Instructions. Ach, da hat man das auch nochmal. Ich war der Meinung, dass man das hier einstellen kann, dass man eine Zensierung haben möchte. Ja, hätte ich auch mal vorher nachgucken können, ne? Ach hier! Ich bin so blind. Ich bin blind. Das mache ich mal ein bisschen runter. Das können wir, glaube ich, so lassen. Ich mache es mal ein bisschen leiser. Dass man so leichte Hintergrundmusik hat. So, jetzt das nehmen wir mit. Okay, das lag da vorher auch nicht. Nein. Nee, okay. Jetzt suche ich mal den Derek, damit wir hier vorankommen. Da ist niemand drin. Hier sind zwei drin. Hier ist noch ein Badezimmer. Okay. Wo ist denn der Derek? Ich
Ich renne hier mal runter. Alter, mir wird schlecht. Nee, das ist er nicht. Er ist betrunken. Da ist Derek. Sprechen wir den mal an. Hey, buddy, glad you can make it. Just a fair bit of warning. My friends are a little, should I say, eccentric. They're cool, though. Make yourself at home and introduce yourself around. Das war sehr laut gerade. Okay. Thanks for coming, buddy. I'm actually really glad you came. It's been a rough week. I was looking forward to hanging with you. Ich frage ihn mal, ob alles okay ist. Ah, it's not worth getting into right now. Let's just relax and enjoy ourselves. So, was steht da unten? Okay, irgendwas ist mit Derek. Er soll mal fragen. Gut. Können wir machen? Was ist hier? Liegt da irgendwas unten? Okay, jetzt habe ich meine Klamotten noch an. So, den Kühlschrank konnte man auch aufmachen. Okay, kann ich nur angucken. Eier mit USB-Stick benutzen. Ja, mache ich auch immer. Die nehme ich mal mit. Kann ich nicht. Oh, ich komme da immer wieder rauf. Ich will weitermachen. So. Kann ich auch nicht mitnehmen. Achso, ich muss auf Rechtsklick gehen. Kann ich auch nicht mitnehmen. Ja, Salami mit Schokoladensirup ist bestimmt auch lecker. Was passiert denn, wenn ich das mit... Ich kann das nicht tun. Das ist so ekelhaft, das kann man nicht tun. Jetzt hast du Kaffee? Okay. Habe ich einfach mal in mein Inventar gepackt, die Tasse Kaffee. Was ist das? Eine Flasche? Kann ich auch nehmen. So, achso, dann können wir sehen, was wir haben. Kann ich auch einfach rechts-links-Taste? Warum kommt da immer das Feld? Das Auswahlfeld da, das brauche ich doch gar nicht. Okay, A und D funktioniert auch nicht. Gut, muss ich damit leben. Vielleicht ist es auch noch ein Bug. Okay, das geht. Warum komme ich da immer rauf? Da stand... Achso, ich dachte, da ist irgendwas unter dem Sofa, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, kann ich wieder aufstehen? Ja, okay. Gut, dann fange ich einfach mal an, die hier anzusprechen. Obwohl, nee, ich war noch nicht im... Uah, Gott. Okay, hier liegen anscheinend ein paar... Oh, wie süß! Nippy Dicks? Chili Sticks. Okay. Ja, was ist das hier? Oh. Cellphone Jammer, ist das ein... Oh, hier die amerikanischen Steckdosen. Kann man hier was aufmachen? Nein. So, ich fange einfach mal an. Also mit der Steuerung, na, das ist blöd. Inspekt. Nö. Löffel kann ich auch nehmen. Okay. Ja, ich fange mal mit der hier an. Ich dachte mal, das steht Take. Ich dachte, wieso soll ich dir denn... Redet die schon? Die redet schon, ohne dass wir sie hören. Okay, ich mach noch mal kurz... Das ist ein bisschen leiser. Das war eben sehr laut bei mir.
Oh, hey, I'm Amy. So, schön, dich zu treffen. Oh Gott, schlecht. Mhm. Why, thank you. The pleasure's all mine. So, schon wieder dieser schlechte Spruch. You look pretty pensive. Was heißt denn pensive? Ich kenne nur expensive. Das ist blöd, deswegen mache ich einfach mal das. Oh, yeah, I guess I have been kind of spacing out. Well, it's just that I'm new in town and I'm trying to join a sorority. They got me doing a scavenger hunt as an initiation. It's due tomorrow and I don't have a lot of the items still. I'm thinking about maybe leaving the party and seeing if I can finish it up. A lot of the items on the list are kind of, well, embarrassing to say the least. And I don't know too many people here that well. Ich lese es gerade selber nochmal für mich nach, weil ich gerade ein bisschen abgelenkt war. Okay. Was ist denn Scavenger? Seht ihr, deshalb wollte ich das nicht übersetzen, weil ich ganz viele Wörter nicht kenne. Also ich war zwar, also ich habe eine Zeit lang in Vancouver gewohnt, aber da habe ich sehr viel Deutsch gesprochen, weil ich in einer Firma gearbeitet habe, wo ich viel mit deutschen Kunden zu tun hatte. Ja. Und mein Vokabular in Englisch ist sehr, sehr klein, leider. Nur so Smalltalk kann ich inzwischen ganz gut. Was ist denn Scavenger? Ich habe jetzt auch keine Lust, das nachzugucken. Also ich möchte auf jeden Fall die Party lieben. Sie hat eine Menge zu tun, glaube ich. Wir sind mal behilflich. Oh, wow. Okay, then. Maybe I'll stick around for a bit and see what we can get accomplished. Thank you. Okay. Das Bild ist aber schön.